So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stadt. Okay, eigentlich wollte ich die Einladung nochmal laufen lassen, aber dann habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen sinnlos, weil wir spielen ja jetzt Heart of Stone Witcher 3 und nicht das Hauptspiel. Das haben wir ja schon durchgespielt, das heißt für alle diejenigen, die das Hauptspiel sehen wollen, Witcher 3 als Let's Play, die können das bei mir auf dem Kanal natürlich sehr gerne anschauen. Ich habe mir auch viel Zeit genommen, 152 Stunden habe ich investiert, nur in das Hauptspiel, weil ich wirklich jedes Nebenquest gemacht habe, was ich gefunden habe, jeden interessanten Ort auf der Karte ja erkundet habe, den es zu erkunden gab. Also wer ein sehr ausführliches Let's Play sehen möchte, der kann gerne bei mir das Let's Play von Witcher 3 anschauen. Und dementsprechend einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. In diesem Fall die Erweiterung, die erste Erweiterung von Witcher 3, das Expansion Pack. Und ich finde es auch richtig geil, dass hier Expansion Pack steht, so wie es halt früher hieß und nicht beschissenes DLC. Das ist ein geiles Expansion Pack, Heart of Stone. Vielen Dank für den Kauf der Erweiterung Heart of Stone. Sie kann auf drei Arten gestartet werden. Wahl von vorn. Beim Beginn eines neuen Spiels wird die erste Quest von Heart of Stone automatisch deinem Tagebuch hinzugefügt, sobald du den Prolog des Basisspiels abgeschlossen hast. Beginne diese Quest, sobald du genügend Erfahrung gesammelt hast, empfohlene Charaktergruppe mindestens 30. Laden eines gespeicherten Spielstands. Beim Laden eines gespeicherten Spiels wird die erste Quest von Heart of Stone automatisch deinem Tagebuch hinzugefügt, sofern du den Prolog des Basisspiels abgeschlossen hast. Habe ich. Wahl von New Heart of Stone. Wähle ein neues Spiel Heart of Stone und die Erweiterung mit einem speziell vorbereiteten. Nee. Wir wollen natürlich weiterspielen mit unserem Charakter und unserem durchgespielten Hauptspiel. Ich habe auch Blood and Wine, habe ich natürlich auch mir schon gekauft, aber das werden wir natürlich erst danach spielen. Ich bin total hyped, wie immer, auf dieses Spiel. Es ist einfach eines der besten Spiele aller Zeiten. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich will noch mal ganz schnell in die Option reinschauen, weil es ist ja schon ewig her, dass ich hier das gespielt habe. Ich will nur gucken, ob die Grafik noch alles stimmt. Okay, hier kann man gar nichts einstellen mit der Grafik. Allgemein. Anzahl der Hintergrundcharaktere. Es müsste eigentlich alles auf Maximum sein, außer die Sichtweite. Die konnte man nicht auf Maximum stellen. Das hat mein PC nicht. Texturqualität niedrig. Weiß ich nicht, warum die eingestellt ist. Machen wir natürlich das Höchste. So, Objektsichtweite, genau. Und ich glaube, da haben wir jetzt hoch. Genau, und ich glaube, Höchste hat nicht funktioniert, aber hoch war ohne Probleme möglich. Detailgrad Höchste, Hardware-Cursor bedeutet dann, dass man halt, glaube ich, normalen Mauszeiger angezeigt bekommt. V-Sync 1, maximale Bilder pro Sekunde unbegrenzt. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist 60 besser. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich lasse einfach unbegrenzt. Anzeige, Auflösung, passt. System einstellen, übernehmen, lass mal weg. Hairworks, ein Nvidia Hairworks AA. Ich weiß nicht, ob das neue Einstellungen sind. Ich mache einfach mal alles auf Maximum und hoffe, dass mein PC das schafft. Aber ich gehe mal davon aus, wie gesagt, im Hauptspiel hatte ich alles auf Maximum, nur die Objektsichtweite, die war auf hoch. Und da hat man schon super weit gesehen. So, dann würde ich sagen, wir können anfangen. Ich bin ganz aufgeregt. Nachbearbeitung, was ist das? Bewegungs-Looming. Umgebung, bla 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 bla. Ist alles eins, sehr schön. Kammerwert. Bewege den Regler, bis das Bild gerade noch zu sehen ist. Also ich kann das Bild überhaupt gar nicht sehen, was da in der Mitte ist. Ich glaube, das ist ein Fehler, oder? Also ich sehe das Bild nicht. Das Bild in der Mitte ist weg! So, wie hoch war jetzt gerade eben eingestellt? Ich glaube so hier, ne? Ich lasse es einfach mal so. Hoffentlich passt das. Naja, wenn es zu dunkel ist, schreibt mir es einfach und dann mache ich es heller. So, jetzt fangen wir aber mal an. Meine Herren. Oh Gott, ich habe fast ein bisschen gezögert, damit anzufangen, weil ich jetzt Angst habe, dass es mich wieder so sehr packt, dass ich einfach meine ganze Zeit wieder da reinpacke und versuche jede freie Minute das zu zocken. Aber ich muss ja irgendwann anfangen, von daher. Bin fast ein bisschen aufgeregt.
Heart of Stone soll ja ein Tick kürzer sein, also das soll nur 10, angeblich 10 Stunden gehen. Ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich 20 Stunden investieren werde. Und dann Blood and Wine, das soll 40 Stunden gehen. Da denke ich mal, werde ich wahrscheinlich... Du kannst die neuen Animationen im Spielmenü aktivieren. Welche neuen Animationen? Und ich gehe davon aus, dass ich bei Blood and Wine, was dann halt 40 Stunden gehen soll, eher so 100 brauche. Vielen Dank für den Kauf der Erweiterung Heart of Stone. Dein bisheriger verfolgte Quest wurde gegen die erste Quest von Heart of Stone ausgetauscht. Wir empfehlen grundsätzlich die Erweiterung erst mit einem Charakter ab Level 30 zu spielen. Was für ein Level haben wir? Das Ding ist halt Runenschmied. In der Erweiterung Heart of Stone kannst du einen Runenschmied finden, der mit dem Symbol auf der Karte markiert ist. Dieser neue Handwerker ist der einzige seiner Art. Er stammt aus einem fernen Land und kann sein arkanes Wissen einsetzen, um deine Ausrüstungsgegenstände erheblich zu verbessern. Such ihn auf und zieh selbst. Naja. Okay, meine FPS. Sind eigentlich okay, würde ich sagen. Passt. Und wie ihr seht, man sieht es immer noch super weit alles. Was wollte ich sagen? Genau, hier habe ich aufgehört, weil das so ein geiler Ausblick war. Ich fällt wieder ein. Was wollte ich sagen? Der Zarterhauch des Bösen. Sieh dir das Anschlagbrett beim 7 Katzen an. Ich weiß auch gar nicht mehr die ganzen Tasten, wie die funktionieren. Ich meine, ich kann so laufen, okay. Das ist der Sprung. Es laggt doch ein klein wenig, muss ich sagen. Das war sonst nicht der Fall. Obwohl wir eigentlich von der Framerate her, obwohl das eigentlich passt, laggt es ein bisschen. Ich habe jetzt keinen Bock hier dran rumzuprobieren. Vielleicht nach der ersten Folge werde ich noch ein bisschen schauen, dass ich vielleicht ein bisschen optimiere. Aber jetzt bin ich eigentlich erstmal so zufrieden, wie es ist. Und wie gesagt, das wird schon gehen für die eine Folge. Abgeschlossen. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Gibt es dafür einen Schlüssel? Moment mal. Komme ich hier wieder raus? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie ich hierher gekommen bin und wie ich hier wieder rauskomme. Hä? Ne, hier ging es aber ganz anders hin. Hier war doch unser Freund. Ist doch hier verbrannt worden. Wie komme ich wieder zurück? Halt! Da ist ein Zeichen, aber ich glaube, das ist einfach nur der Typ, der da steht. Am Grab oder der hier mal stand. Okay. Das Zeichen auf der Karte bringt gar nichts. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder... Wie komme ich jetzt hier weg? Jetzt mal ohne Scheiß. Nein! Nein! Ich glaube, ich sterbe, wenn ich da runterfall. Es muss doch irgendwie wieder zurückgehen. Wir können ja uns erst teleportieren im Endeffekt oder schnell reisen halt, wenn wir an so einer Weggabelung sind, also an so einem Zeichen da. Und sagt, wo was ist, aber wieso geht's denn hier nicht mehr raus? Bin ich blöd? Wir sind jetzt hier nur so in einem blöden Seitenturm drin. Fuck! Komm ich da irgendwie hoch? So, nochmal. Oh oh. Aber wir sind doch nicht in dem Dead End. Das kann doch nicht sein. Ja, das ist schon mal gut. Jump'n'Run. Witcher 3, Jump'n'Run. Oh fuck, komm ich hier hoch? Ich spring doch eh wieder so, dass ich dann runterfalle. Ich sehe das doch schon kommen. Oder ich spring halt gar nicht und laufe einfach runter. Alter, das kann doch nicht sein. Das ist auch nicht der Weg. Es kann sein, dass man da irgendwie hochkommt, aber das ist nicht der Weg, den man gehen soll. Ich glaube, hier kommt man auch nicht hoch. Ich meine, ich kann halt versuchen, irgendwie hier runter zu rutschen und mir irgendwie so einen Weg zu suchen. Oder ich gehe halt einfach hier ganz normal. Ja, ich glaube, hier kommen wir runter. Ja. Okay, safe, alles gut. So, wie habe ich nochmal Plötze gerufen? Haben wir ihn plötzlich genannt? Ich habe ihn irgendwie umgetaucht auf Spiken, habe das aber nie gemerkt und habe ihn dann plötzlich genannt. Glaube ich. Okay, F war es nicht. Oh, scheiße. F war absolut Rafferts des Weißen zu nehmen. Ich sag ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ist. Das war nicht der Plan. Hier rufe ich denn nochmal mein Pferd? C? Y. X? X war es. X. Plötze, komm her. Los, lauf!
Los, lauf! Oh, es ist, als hätte ich nie aufgehört zu spielen. Sehr geil. Es ist ein bisschen schade, dass ich so spät jetzt erst angefangen habe. Also es hat seine Vor- und Nachteile, dass ich so spät erst angefangen habe, jetzt nachdem die schon rausgekommen sind, diese Expansion Packs wieder zu spielen. Der Vorteil ist halt einfach, dass man viel mehr gehypt ist, als wenn man es direkt nach dem Hauptspiel weiterspielen würde. Der Nachteil ist halt, dass ich gar nicht mehr drin bin in der Steuerung. 56.719 Coins haben wir. So, wo muss ich jetzt hin? Also hier muss ich erstmal raus. Wie bin ich hier rausgekommen? Ne? Muss irgendwie auf die Weltkarte. Sieh dir das Anschlagbrett beim 7 Katzen an. Wie komme ich denn jetzt auf die Weltkarte? Bin ich doof? Ah, Leertaste, unten rechts steht. Ja, ich bin doof, sorry. Nur wie gerade. Okay, Heart of Stone hat also kein neues Gebiet. Dann wird es vielleicht wirklich nur 10 Stunden dauern. Aber ich glaube, Blood and Wine hat auch neue Gebiete, neue Questgebiete. Und deswegen geht es auch deutlich länger. Hier ist man, glaube ich, bloß in dem Gebiet unterwegs, was man halt jetzt schon im Hauptspiel hatte. Und erst bei Blood and Wine hat man dann ein neues Gebiet. Aber das macht ja nichts. Das quasi zum Aufwärmen und dann Blood and Wine nochmal... Quasi zum Reinkommen und dann Blood and Wine, um richtig durchzudrehen. Der Vorteil ist natürlich, dass ich überhaupt keinen Plan mehr habe, wie ich das... Also ich weiß schon noch, wie ich das Spiel ungefähr spielen soll. Aber dass ich halt nicht mehr so richtig die Tasten und gerade die Tränke habe ich gar nicht mehr im Kopf. Hat natürlich den Vorteil, dass vielleicht die Kämpfe ein bisschen schwerer sind, weil das war ja schon immer das Problem bei Witcher 1, Witcher 2, jetzt auch Witcher 3, dass wenn man eine bestimmte Stufe erreicht hat, egal ob man auf sehr schwer spielt, da fällt mir gerade ein, wir können noch mal schauen, nicht, dass Heart of Stone irgendwie den Schwierigkeitsgrad verändert hat. Normalerweise müsste eigentlich der schwierigste Schwierigkeitsgrad eingestellt sein. Und es war immer so bei Witcher 1, 2 und 3, dass eigentlich nur der Anfang schwierig ist. Und wenn man dann ein gewisses Level erreicht hat, ist man eigentlich immer overlevelt und die Kämpfe sind alle einfach. Oder die meisten. Es gab auch bei Witcher 3 gab es den einen oder anderen Kampf, gerade wenn man nicht das Hauptquest gemacht hat, sondern vielleicht irgendeine Nebenquest zu zeitig angegangen ist oder in ein schwieriges Gebiet auf der Karte gegangen ist. Dann kam es schon mal vor, dass man vielleicht einen schwierigen Kampf hatte oder vielleicht sogar einen Kampf, den man nicht geschafft hat. Aber verflucht. Im Großen und Ganzen war es schon so, dass... ich sehe mich schon wieder satt an der Grafik. Das ist einfach nur so geil, weil man halt echt diese krassen Details halt auf die Weite hat. Deswegen, ich weiß, dass ich jetzt hier gerade nicht hinlaufen muss, aber ich will einfach noch mal ein bisschen hier genießen. Ein ganz klein wenig genießen, Freunde. Und ich weiß, dass ihr auch genießen wollt. Ah ja, für alle die es auch durchgespielt haben, Witcher 3 und die Fortsetzung gespielt haben, ich hab's so durchgespielt, dass Radovid der Böse jetzt quasi hier weiter herrscht und nicht das Kaiserreich die Macht übernommen hat. Und ich glaube, die meisten anderen haben es so gespielt, dass das Kaiserreich die Macht übernommen hat. Deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen anders hier, als was ihr gesehen habt. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas machen. Wir wollen Monster töten. Ach ja, genau. Ich wollte gucken, ob der Schwierigkeitsgrad auch auf Maximum ist. Tutorial, automatisch finale Hiebe, manuelles Ziehen, Wegstecken von Schwertern, Fischaugensicht vom Hexer sind ausschalten, Bewegungsreaktion Standard, automatisch zentrieren, automatisches Speichern alle 10 Minuten? Was? Alle 15 Minuten? Na, lass ich mal an. Feinde skalieren, Schwierigkeitsgrad, Todesmarsch! Was gibt's noch? Blutschweiß und Tränen, das Schwert und die Geschichte. Einfach nur die Geschichte. Nee, wir machen natürlich Ultra. Und damit passt auch alles. Gut, dann bin ich gespannt auf unser neues Quest. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Ich fand die Stimme ein bisschen unpassend, aber egal. Schaukelpferd zu verkaufen. Wie neu. Fast unbenutztes Schaukelpferd zu verkaufen. Aus Birkenholz mit Eichenkufen. Kleiner Kratzer am rechten Hinterbein. Metallsteigbügel auf Wunsch verfügbar.
Ein Runenschmied hat eure Gestade erreicht. Werte Kameraden am anderen Ende der Welt. Über weite Meere bin ich gefahren, um diesen Ort, eure faszinierende Heimat, zu erreichen. Die Namen der Tiere und Pflanzen zu lernen, die es hier gibt. Und natürlich, um euer Volk kennenzulernen. Gierige Wellen haben die Werkzeuge meiner Kunst verschlungen. Doch das Werk des Runenschmieds endet nicht mit seinen Händen. Denn er durchstreift unentwegt die Welt, um ihre Geheimnisse zu verstehen. Solltet ihr also ein wenig Zeit mit einem Reisenden aus dem fernen Ophir verbringen und parlieren wollen, so lade ich euch hiermit herzlich in mein Zelt ein, das ich unweit einer Mühle bei einem Dorf namens Brunwich aufgeschlagen habe. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Da die Angelegenheit eher heikel ist, werden potenzielle Kandidaten um Diskretion gebeten. Meine Freundin hat einen Mann gefunden und wird ihn schon bald ehelichen. Das Problem besteht darin, dass ich für diesen Anlass noch keinen Begleiter habe. Sollte ein intelligenter, amüsanter, gut aussehender, weder zu alter noch zu junger Mann mit mindestens einem anständigen Anzug oder einer adretten Robe Interesse haben, mich zu ihrer Hochzeit und dem nachfolgenden Fest zu begleiten, wäre ich ihm zutiefst dankverpflichtet. Im Gegenzug kann ich einige Stunden Spaß mit einer jungen Dame anbieten, die beste Tanz- und Konversationskünste vorzuweisen hat. Für Alkohol wird ebenfalls gesorgt sein. Eine schüchterne Anonyme. PS, obwohl es im Bereich des Möglichen liegt, dass ich unsere Bekanntschaft auch nach der Hochzeit fortführen möchte, sollte dir, falls du planst, mit mir nach dem Fest mal direkt im Schlafgemach zu verschwinden, als Warnung dienen, dass ich den Selbstverteidigungskurs für Damen bei der redanischen Armee absolviert habe. Gebrauchte Wiege ohne Atmungserscheinungen gesucht. Ich bin auf der Suche nach einer Wiege im guten Zustand, jedoch günstig für ein Mädchen oder einen Jungen. Es steht noch nicht fest, was meine Frau werfen wird. Vorzugsweise aus Eiche, Kiefer tut es aber auch, solange sie robust und hübsch anzusehen ist, da meine Frau kein billiges Zeug mag. Am besten mit Blumenmuster, wobei mir das eigentlich egal ist, da ich sie auch selbst bemalen könnte, um meiner Frau zu beweisen, dass sie keinen nichtsnutzigen Drückeberger geheiratet hat. Also falls jemand solch eine Wiege besitzt, würde ich sie mit Freuden kaufen oder sie mit noch größeren Freuden auch kostenlos an mich nehmen. Nachdem er jetzt schon gesagt hat, dass er es kaufen würde, wird er niemand so blöd sein und sie ihm schenken. Denke ich. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Einmalige Gelegenheit. Ich bin gewillt, einen wunderschönen Blechtopf mit Kornblumen und Lilienbemalung und Und ein paar Löchern, was aber gar nicht schlecht ist, denn wenn man noch ein paar hinzufügt, hat man ein Sieb, gegen einen Wagen zu tauschen. Der Wagen muss gar nicht groß sein. Er sollte nur Platz für zwei oder besser noch vier Personen und falls möglich ausreichend Stauraum für Taschen und Säcke bieten. Er kann auch schon etwas älter sein, wenn er noch gut fährt und neue Räder sowie robuste Achsen hat. Also am besten nichts, was vor mehr als zwei Jahren hergestellt wurde. Lasst eine Nachricht an Buddy da. Das macht auch niemand. Auftrag: Monster der Kanalisation. Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass Olgierd von Everek einen großzügigen Belohnung in Gold, Juwelen und wirklichen Gütern, Handlungssache, an jeden zahlt, der an die Kanalisation von Ochsenfurt hinabsteigt und die Bestie tötet, die sich dort eingenistet hat und Unschuldige tötet. Wobei sie eine besondere Vorliebe für junge Maiden zu haben scheinen. Am besten geeignet für die Aufgabe sind Personen mit Kampferfahrung, Soldaten oder vielleicht sogar Hexer, die beim Anblick von Ertrunkenen nicht sofort das Weite suchen, da die Kanalisation mit derartigen Unannehmlichkeiten angefüllt ist. Weitere Informationen erhaltet ihr im Garin-Anwesen nordöstlich von Novigrad. Fragt nach Olgierd von Everek. Ein Runenschmied hat euer Gestad erreicht. Das haben wir doch schon gerade gelesen, oder? Ja. Quest verfolgen. Das klingt aber jetzt nicht nach nur 10 Stunden, nach 10 Stunden Arbeit, das klingt. Was? Der Zarterhauch des Bösen. Hä? Verflucht. Was? Moment mal. Was war jetzt Quest nochmal? Logbuch, ne? Ne, das ist Alchemie, oh, verdammt. Was war denn Logbuch? M ist Map. Logbuch, Notizbuch vielleicht, N? Ne. I, glaube ich. Information. Ne, Inventar ist I, logisch. Was war denn? Was war denn Quests? Keine Ahnung. Egal. Verzauberung, Anfangskochen. Besuche den. Sammle sie alle, ja, okay. Ja, Verzauberung, Anfangskosten. Ich glaube, da kommen wir immer irgendwann vorbei an den. An dem Runenspiel. Den schauen wir uns dann an. Wir gehen jetzt erstmal der zarte Hauch des Bösens und verfolgen das Heart of Stone. Jui. Ich habe super Bock drauf. Ich werde auch die erste Folge ein bisschen länger machen. Ich denke eine halbe Stunde. Nicht nur 20 Minuten und dann die restlichen Folgen halt. 20 Minuten lang. Meine Mama hat gesagt, fällt mir ein, ich könnte auch mal, wo ich wieder ein neues Spiel habe, meine Grafikkarte aktualisieren. Das ist ein bisschen weit weg zum Laufen, über 1000 Schritt, deswegen werden wir uns mal hin teleportieren. Ah ja, da fällt mir, was ist das? Anschlagbrett, hier findest du Monster. Moment mal, warum ist denn das neu, dieses Anschlagbrett? Waren wir da noch nicht? Ist das ein neues Anschlagbrett? Ach nein, wo habe ich denn jetzt drauf gedrückt? Ich Idiot! Ach, das war nicht der Plan. Ach, ihr seht schon, ich bin total dumm.
Ja, herzlich willkommen zu Witcher 3, Heart of Stone und Paxis, der wieder, was heißt wieder, ich habe dieses Spiel geowned, habe ich es einfach nur. Jeder, der diese, wie viele Folgen haben wir produziert? Über 300, glaube ich, ne? Jeder, der diese über 300 Folgen gesehen hat, der weiß, was für ein krasser Spieler ich war. Aber hier wollte ich trotzdem nicht hin. Aber ich glaube, das ist ein neues Anschlagbrett. Das ist doch schon mal cool, weil da gibt es dann auf jeden Fall neue Nebenquests. Dann gehen wir da erstmal hin, würde ich sagen. Und gehen dann zum Hauptquest. Ha, hier ist leider... Ist das ein neues Gebiet? Nee, oder? Ah ja, komme ich halt leider nicht hin. Das heißt, entweder hier oder hier. Gehen wir hier hin und reiten dann zum Anschlagbrett. Und von da... Also da... Vielleicht ist dann auch, wenn man am Anschlagbrett ist, oder wenn man am Anschlagbrett war, dann sind ja meistens auch neue interessante Orte auf der Karte verzeichnet. Vielleicht gibt es da ein paar. Das wäre natürlich cool. So. Die Arbeit auf deinen Feldern ist so schnell getan. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Markierung beim Anschlagbrett. Oh, fuck. Wie kann man nochmal eine Markierung setzen? Ich glaube Rechtsklick, oder? Ja. Das sein. Zahlst du deinen Arbeitern das Dreifache? Plätze! Nein. Guck mal, guck mal. Hallo, komm her. Bitte, ich habe gesehen, was du ihnen gibst. Verkochten Pumps ohne Soße. Hey! Aber immer noch 500 Schritt weit weg. Unser Hauptquest wären 367. Ich bin ja auch mal gespannt auf neue Quint-Abenteuer. Was war nochmal? Galopp umschalten links. Zweimal drücken. Kanter umschalten links. Ja. Also ich weiß nicht mehr, wie man sprintet. Wie sprintet man denn? Nee. Okay, das ist Rennen. Das ist Sprinten. Ah, ist klar. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's wieder vergessen. Fuck. Genau, ich bin gespannt auf neue Quint-Matches. Und ich habe halt zum Glück... Oder Quent. Ich habe halt zum Glück jetzt schon lange keine Quent-Matches mehr gespielt. Also das ausgekoppelte Spiel habe ich ja zum Glück lange nicht mehr gespielt. Was... Oh, die haben auch alle höhere Level, 32, sehr gut. Die sind also aktualisiert worden, das gefällt mir. Was bedeutet, ich bin nicht ganz sehr beeinflusst. Das Problem ist ja, dass das ausgekoppelte Quent-Kartenspiel ganz anders ist. Also schon, ja doch, schon relativ, hat schon andere Regeln etc. Ist schon deutlich anders. Anders ist als das Quent-Kartenspiel, was man hier in Witcher mit drin hat. Neue Markierung, Brunwisch. War das vorher nicht da? Das kann doch gar nicht sein, oder? Oder war die... Es könnte natürlich rein theoretischerweise sein, dass die Karte hier irgendwo alle war, aber das glaube ich gar nicht. Aber hier muss doch auch irgendwas sein, oder? Muss ich mir jetzt die ganzen Sachen hier anschauen? Nee, wir lesen erstmal das und dann gucken wir, was wir hier für neue Symbole haben. Brunwig, die pittoreske Schönheit dieses kleinen Dorfes macht es zum Gegenstand der Aufmerksamkeit von Barden und Poeten. Das bekannteste in Brunwig angesiedelte Literaturstück ist die Verlobung. Eine Farce von Stanislas Islas. Das so gewonnene Ansehen hat das Dorf für die Ochsenfutter Boheme interessant gemacht, die hier in den Sommermonaten Zuflucht sucht. Sie vertreibt sich hier die Zeit mit Wettbewerben um den am schönsten gefiederten Hut oder nächtlichen Jagden nach einem goldenen Horn in den umliegenden Wäldern. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Anschlagbrett. Gefahr! Haltet euch fern von Hettel! Achtung, monströse Spinnen haben um das Dorf Hettel herum groteske Netze gewebt. Die Besten sind riesengroß und verfügen über ein... Ich kann noch ein Schluck auf, verdammt. Und verfügen über einen unbändigen Appetit, jedoch nicht auf Fliegen, wie es sich für die geziemen würde, sondern auf Fleisch. Sollte ein umherziehender Monsterjäger dies lesen, komm bitte vorbei. Wenn du es schaffst, Hettel von dieser Geisel zu befreien, wartet eine Belohnung auf dich. Klingt doch schon mal gut. Meister Topikal steht zu Diensten. Habt ihr Lust auf Pilze? Wollt ihr euch einen Kräutertee kochen? Träumt ihr von Entspannung nach einem harten Tag auf dem Feld? Dann kommt zu Meister Topikal. Hier gibt es Maronen und alle anderen Arten von Pilzen. Getrocknete Nesseln, Hopfen, Pfeifen, Hundspetersilie, Ebenwurz, Mohnblumenmilch und vieles, vieles mehr. Bei Meister Topikal könnt ihr die Schätze des Waldes kaufen und verkaufen. Warnung, Vagabunden! Wenn ihr vorhabt, den Totenwald in der Nähe der Ruinen von Burg Arnskrone zu durchqueren, vergesst es. Plant lieber eine halbe Meile mehr ein und geht außen herum. Es ist zu eurem Besten, denn weder euch noch sonst irgendjemanden wird an diesem Ort etwas Gutes widerfahren.
Vorsicht vor den Rittern in Rot. In letzter Zeit ist eine Plage über unser Land gekommen. Ein Befall noch scheußlicher als jedes Ungeziefer. Abtrünnige Ritter vom Orden der Flammrose haben beschlossen, unsere einständige Gegend in ihr teuflisches Revier zu verwandeln. Jetzt kann sich niemand mehr sicher fühlen. Diese sogenannten Ritter führen sich auf wie gewöhnliche Straßenräuber. Sie stehlen die Ernte der Männer und besudeln jede Maid, die sie zu fassen bekommen. Wir haben schon Beschwerde beim Schultheiß eingereicht, aber solange er diese Hunde nicht mit einer Armee vernichtet, solltet ihr euch nach Möglichkeit aus dieser Gegend fernhalten. Na, dann machen wir den ja platt. Gebre, Gomez, Zimmermänner. Schnelle und solide Arbeit. Einrichtungen in Novigrader Stil. Ästliche Baldachinbetten, Dekoration für das Schlafgemach und Ausstattungen von Speisekammern. Alles zu unschlagbaren Preisen. Unsere Kunden kommen direkt aus Ochsenfurt. Willst du speisen wie eine Herzogin? Dann besuch die Gebrüder Gomez. Auftrag, Lehrling verschwunden. Gute Leute, mein Lehrling Volkert ist spurlos verschwunden. Das klingt ja schon wieder so, als wenn wir den irgendwo tot im Wald finden. Ich mache mir schreckliche Sorgen um ihn. Wer ihn also findet und zurückbringt, wird dafür eine beträchtliche Summe Novigrader Krone erhalten. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich in einer Hütte am Stadtrand von Ochsenfurt besuchen. Falls ihr euch verlauft, fragt einen Bauern, wo der örtliche Kräuterkundler sein Geschäft hat, dann wird euch der Weg gewiesen. Otto Bamber, Kräuterkundler. Neue Markierungen, nicht erkundete Orte. Sehr gut, das habe ich gehofft. So, dann lasst uns mal schauen. Oho! Das sind aber deutlich mehr... Was? Sogar hier... Ach nee, Quatsch, das ist noch ein Ort, an dem ich schon mal war, aber... den ich damals nicht gelöst habe. Aber die ganzen Fragezeichen, meine lieben Freunde, das ist alles neu. Das ist alles Paxis-Arbeit. Das ist alles Geralt-Arbeit. Das ist alles das, was ich brauche, was ich will. Vielleicht kommen wir doch auf 20 Stunden Spielzeit. Mal schauen. Ich versuche ja immer, die Fragezeichen und Quests zu verbinden. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal zum Hauptquest. Schauen an, was der uns zu sagen hat, wo wir dann hingehen müssen als nächstes. Dann schauen wir, wo die Nebenquests hier sind in dem Gebiet und dann verbinden wir einfach wieder die Sachen miteinander. Das macht eigentlich immer am meisten Sinn. Von daher gehen wir jetzt erstmal zum Hauptquest. Ihr wollt ja mit Sicherheit auch wissen, was es damit auf sich hat, weil das Hauptquest klang erstmal sehr, sehr einfach. So von wegen, gehen die Kanalisation und töte irgendein Monster. Das haben wir sehr häufig gemacht. Also das ist ja erstmal nichts Besonderes. Deswegen wird da wahrscheinlich so ein kleiner Rattenschwanz dran sein. Moment mal, wir gucken mal kurz im Inventar, müssen wir irgendwas verkaufen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich verkaufen muss. Aber wir haben einiges im Inventar, was wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Was ich nicht brauche und so weiter und so fort. Aber da war doch gerade ein fahrender Händler, oder? Hallo? War ja nicht gerade ein fahrender... Da. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Verkaufen wir mal. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Hä? Ist das ein Bug? Ich würde mir gerne deine Waren... Hallo? Leb wohl. Ich probier's nochmal. Sei gegrüßt. Wieso sind denn hier immer zwei? Habt ihr das gesehen? Da stehen immer zwei Typen. Das ist, oh, das ist geil. Direkt ich würde mir fünf gerne Minuten deine im Waren Spiel ansehen. Bug gefunden. Na gut, dann eben nicht. Wir werden schon noch irgendwo einen anderen Händler finden. Ihr habt es gesehen, ich habe mit dem hier geredet und da steht er aber. Keine Ahnung, was das ist. Naja, schön. So viele Bugs hat man eigentlich gar nicht bei Witcher 3, aber man darf halt nicht vergessen, das ist ein riesiges Spiel. Von daher, komm schon, schon nachzuvollziehen. Ich könnte ja mal speichern. Was war nochmal schnell speichern? War das F5? Oder war das schnell laden? Ich habe gerade Angst, dass ich auf den falschen Knopf drücke und dann wird geladen. Deswegen speichern wir erstmal manuell. Und jetzt gucke ich mal, was schnell laden, schnell speichern ist. Ich glaube, F5. Gespeichert, so. Ja, F5, okay. Nee, nicht absteigen. Ach, mein Gott. So. Der speichert zwar alle 5 Minuten, alle 15 Minuten selbst, aber ist das sicher? So, kommen wir hier drüber? Ist das ein tiefer Fluss? Ich weiß nicht richtig. Ich folge einfach mal die... Oh, da ist was. Okay, ein bewachter Schatz. Scheiße. Ja, ja, ich will ja schon. Ich gehe ja schon. Bewachter Schatz, dann würde ich sagen, machen wir doch erstmal dieses Fragezeichen klar hier. Unser erster Kampf! Heart of Stone! Na komm her. Au! Au! Wie viel zieht denn das ab? Ach du Scheiße!
Hätte ich doch versuchen sollen vom... Okay, Katze, absolut Raffer des Weisen. Was hatte ich denn noch? Was war denn absolut Raffer des Weisen? Ich habe keine Ahnung, was das Sachen machen, Mann. Verzehrbares. Oh ja, nicht wirklich viel. Tränke. Ach so, hier kann ich auch nachgucken. Absolut, Vergiftung. Vitalität 35%. Stellt einen Teil wieder her. Schwalbe weiß ich. Katze. Aber möglicher Sehen in totaler Finsternis. Okay. Ja, wir haben fast nichts zu essen, wie es aussieht. Also anscheinend nur noch das. Das ist ein R. Dann nehmen wir mal. Wie kann ich nochmal mein Schwert rausholen? Scheiße, was habe ich jetzt wieder gemacht? Ich habe es absolut genommen. Oh, fuck. Alter, kann er mal aufhören, mich... so aggressiv anzugreifen? Scheiße, ich glaube, wir sterben gleich. Blutungsschaden auf jeden Fall. Moment mal, konnte man nicht irgendwie auch jemanden anvisieren und so? Ach Gott, ich bin so raus. Sind schon ziemlich krass vergiftet. Wie konnte man denn noch anvisieren? Wie war denn das? Nee, das war's nicht. War das T? Muss mir echt nochmal die Tasten angucken, ey. Bleiben aber auch nicht da, die rennen immer weg, verdammt. Ich habe zumindest wieder rausgefunden, wie man blockt. Ich überlege, ob ich einen Tick heller mache oder liegt es nur... Eigentlich ist hell genug, oder? Es liegt nur daran, dass wir im Schatten sind und es wird langsam dunkel. So, wir haben das erste Wildschwein platt gemacht, deswegen speichern wir nochmal. Rohes Fleisch, Wildschweinhaar, nehmen wir alles mit. Wie konnte ich denn noch von alleine das Schwert rausholen, Mann? Ich weiß gar nichts mehr. Warum treffe ich denn die eigentlich mit Igni nicht? Scheiße. Endlich. Hallo, hallo, wach wieder auf! Aber das Geile ist, das ist schon mal wieder ein herausfordernder Kampf und nicht so einfach. Das ist schon mal schön. Aber ich sehe fast nichts mehr. So ist es schon mal deutlich einfacher. Ich glaube, einen Wildschwein müssen wir noch umbringen. Es ist natürlich hier im Hellen super hell, aber... diesen scheiß Schatten... Oh, da ist auch noch jemand tot. Hier ist noch irgendwo eine Leiche. Ach, ein Hase. Haben wir einen Hase umgebracht? Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Ah, oh, fuck, sind noch zwei, wie es aussieht. Ich würde halt gerne erstmal nur gegen eins kämpfen. Haben halt echt nicht mehr viel Energie, ne? Komm schon, komm näher. Bleib hier. Komm wieder her. Komm wieder her, verdammt. Ich
Wie lange soll ich noch? Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Quasi keine Energie mehr. Ich glaube, ich wäre gerade tot gewesen, aber hatte irgendwas, was mich geheilt hat. Also irgend so ein Zauberding da. Also, so, jetzt ist, glaube ich, der bewachte Schatz auch nicht mehr bewacht. Das nehmen wir jetzt natürlich noch mit. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und ich glaube, ich werde dann erstmal das mit der Grafik optimieren, bevor wir dann in die nächste Folge, also bevor ich dann die nächste Folge aufnehme. So, was haben wir denn hier drinne Schönes? Noch mehr als nur diesen einen Schatz? Aber wie gesagt, geil schon mal, dass der Kampf hier schwieriger war als gedacht. Liste mit edlem Siegel, das klingt schon mal interessant. Gesellenwaffen, Reparaturen, Nägel, Schema, Elbenstahlschwert, Jägerstiebel, Meistergegenstand, kleiner Debiner. Liste mit edlem Siegel. An Kamil, Sohn von Kosal. Dieser Brief ist deine letzte Warnung. Als ich dich zum Jäger gemacht habe, wollte ich nicht, dass du nur den Weibsbildern nachjagst. Es gibt Wildschweine, die sich wie die Karnickel vermehren, Hirsche, die unsere Schösslinge fressen und Wölfe, die in aller Seelenruhe direkt vor den Mauern unseres Anwesens herumstreuen. Mach dich an die Arbeit, Junge, oder deine Karriere endet schneller, als sie begonnen hat. Thaddeus Garin. Das war einfach nur ein Brief, aber keine sonstige krasse Informationen oder was? So, sonst ist hier nichts drin. Ja, dann speichern wir nochmal. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Schreibt mir es ruhig rein, ob es irgendwas, ob es so dunkel war, ja, Sound scheiße war und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie es läuft. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bye, bye.